Passt auf den. Gothic, worth it, raw. Gut. Ich glaube, das gewinnen wir. So, und den da wohl noch. Jeder deine Wegfindung ist der Wahnsinn. Don't even... Leave it to me. You're not getting through me. Jeder deine Wegfindung ist immer noch der Wahnsinn. Krass, ey, wie schlecht die Wegfindung teilweise ist. Und wieso ist der... Ach Gott, der hat die Waffe wieder gewechselt, weil der übernommen war wahrscheinlich. Hat die anderen überprüfen. What? Bei anderen scheint alles noch okay zu sein. Nee, warte mal, bei ihm auch nicht. Ich hab auch gewechselt. You're not getting through me. Tschüss. Komische Typen seid ihr. So. Alright then. Haben wir da. War schon gelootet, alles klar. Viele dieser gefrorenen Leichen fehlen Finger oder es wurden ihnen Fleisch aus den Oberschenkeln und Oberkörpern geschnitten. Lecker. Schauen wir uns hier mal weiter um. Wir speichern mal. Ich glaube, den Kampf hätte man nicht verhindern können. Oh, da haben wir eine Seele, die wir lesen können. Machen wir das mal. Dieser zerbrochene Holzstab ist fast unter dem Frost und Schnee vergraben. Für deine Sinne aber strahlt die Essenz darin wie ein Leuchtfeuer. Den zerbrochenen Stab berühren. Du steckst deine Wächtersinne aus und spürst, wie diese treibende Seele nach vorne drängt, als wäre sie begierig, endlich gehört zu werden. Ein Gefühl der Angst und Dringlichkeit durchzieht dich. Hier, jenseits der von Zeit und Identität überdrückte Distanz, weißt du nur, dass du dir diese Zeit, dass dir diese Zeit ausgeht. Okay. Oh, jetzt sehen wir mal, was passiert. Das ist ja geil. Nicht nur Text. Glaubst du, du kannst... Did you think to escape me by climbing a mountain? I would have tracked you across the sea, thief. Nina Golf, okay. Please, Master, have mercy. I kept the grimoire hidden safely away, and I can take you to it. The book is nothing. If you had studied a little longer, you might have learned that. But no apprentice of mine will steal from me and live. Oh. Wait, no! Okay. Hey. Was bringt uns das jetzt, dieses Wissen? On the hunt. Hat das Buch vergraben, oder? Zerfetzte Karte. Dieses vergilbte Stück Pergament zeigt eine grobe Zeichnung einer Baumgruppe. Aber wenig sonst. Die Bäume könnten sich überall in der Weißmark befinden. Untersuchen. Was? Nehmen das mal mit. Aber, was? Warte mal. Dieser vergilbte Stück Pergament, die Zeichnung von einer Bombe, aber die Bäume könnten sich überall in der Weißmark ver... Es sind zwei Wege. Ein Fels und dann sind da Bäume. Alles klar. Hey. War das hier vielleicht? So? Hm, glaube, nee. Nee, sind keine Steine. Es müssen zwei Wege sein. Da steht mal fest. Hier vielleicht? Nee, das sind auch keine zwei Wege. Alles klar. Vielleicht finden wir das ja. Dran denken, was gibt.
Schauen wir mal. They shall see nothing, while I see much. Machen wir wieder ein bisschen den Tempo an, einfach da, weil ich hier rumschleiche. Weil es gibt auch Secrets an solchen Maps, wie man gesehen hat. Oh, was ist das denn? Lagufef Seitenkämpfer, alles klar. Speichern. Und dann probieren wir unser Glück. Eistrolle? I'm here. Ich fange mal so an, ne? Bam! So sieht ein First-Schlag aus. Buff. 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 Und das hinterher. Nee, machen wir lieber auf den, der ist schon da tot. Um dich zu heilen. Du machst das auf ihn drauf. Und du versuchst, da noch dran zu kommen. Ja, mein Magier ist tot. Ach, Mann, ey. Pelagina, hau das raus. Durant, kannst du mir jemanden wiederbeleben? Ja, danke. Direkt danach sie sich selber heilen. Und danach er sie heilen. Danach er das auf ihn. Und er versucht nochmal den K.O. zu hauen. Und sie versucht zurückzukommen. Und du versuchst das rauszuzaubern. Verdammt. Soviel zu dem Thema. Dann machen wir mal das. Und du versuchst das hier. Das auf den. Ja gut. Hol mal das raus. Du versuchst den zu heilen. Machen wir mal damit. Geht nicht nur schneller durch. Dann das direkt drauf. Dann den Feuerblitz auf den drauf. Sehr gut. Gegner tot. Okay, jetzt das hier. Warte mal. Ja, das auf den. Dann machst du das auch. Du machst. Warte, das hier auf ihn. So, dann versuchst du wieder zu heilen. So, dann können wir nochmal einen Heal-Zauber raushauen. Too late. Nein, noch nicht. Aber er ist unterbrochen worden. Ach, verdammt. So. Pelagina ist auch tot, alles klar. Mein Magier wird sterben. Aber nicht bevor er noch einen Zauber raushaut. Nicht. Sterben wir gerade? Nur noch zwei lebende Figuren. Wieso kann er die Akro nicht halten eigentlich? Was ist da kaputt? Ja, sie ist mehr oder weniger tot. Das ist nicht kaputt. Nee. Das kann man laden.
Okay. Ja, da habe ich doof angefangen. Auch wenn ich einen First Schlag gemacht habe zum ersten Mal. Das war nicht so intelligent. Okay, ich muss zugeben, White Marcher ist ein bisschen schwerer als das Hauptspiel irgendwie. Also zumindest bis jetzt, gefühlt. Naja, gut. Heravios, do you really believe all that nonsense about being chosen by the gods? I think they choose us with all the care and concern of choosing which fruit to pluck from a tree. I think the gods certainly use us, and I'm not yet convinced there's any greatness in being chosen. So, du darfst direkt mal diesen Zauber hier zaubern. Ich finde jetzt eigentlich immer noch einen sehr guten Sting. I'm here. Genau, so. Direkt danach haust du den Zauber mal raus. Du wirst zum dem. Machst das. Okay. Du heilst dich bitte selbst. Du machst das. Du haust noch einen Zauber raus. Bitte diesmal auf diesen hier. Und du versuchst den K.O. zu hauen, bitte. So. Und dann versuchst du mal den Zauber auf den. Dann versuchst du mal wieder einen fetten Zauber auf den. Versuchst dich wieder selber zu heilen. Du haust deinen fettesten Zielzauber auf sie raus. Und du versuchst, was haben wir denn hier, das auf sie rauszuhauen. Gut. Du versuchst das auf ihn rauszuhauen. Du kannst das hier mal raushauen. Auf sie, ihn. Was mich aber jetzt gerade noch interessiert ist, was haben wir hier eigentlich? Detonier. Ah nein, das kann man mal machen, ja. So, auf den da. Sehr schön. So, dann kannst du wieder auf den angreifen erstmal. Du kannst den Zauber nochmal raushauen. Dann wird das eigentlich down sein hier, das Zeug. Dann kannst du das mal auf den da schießen. Oder nein, warte. So. Müsste eigentlich gehen. Nicht rot. So. Wurde unterbrochen? Scheinbar ja. Und der scheinbar auch. So. Du kannst nochmal. Haben wir nicht mehr. Gut, dann machen wir was anderes vielleicht. Strompreisen. Ja, das ist nicht so intelligent, glaube ich. Häuft eine mittlere Menge verstreuter Seelenfragmente an und fügt sie zu einem Flammen-, Wind-, Regen- oder Eidfäulnis zusammen. Ist das schon wieder unterbrochen worden oder was ist hier passiert? Egal. Nee, ach, das ist drauf. Okay, der Debuff ist drauf. Alles klar, dann können wir das mal drauf schießen. Die können wir nicht mehr heilen. Wo stehst denn du, Palagina? Du stehst da. Okay, dann hau das mal auf den drauf. Jeder. Versuch den mal umzukippen. Du hast wieder was ready vielleicht. Rückruf der Argonne führt dazu, dass das Ziel das physische Trauma eines Verletzungen wiedererlebt. Ja, komm, hau mal was auf den drauf. Und du machst mal das. Mach das mal ein bisschen langsamer. Ah,
Mach das mal auf dich selber. Gut. Dann hau du nochmal den Heal-Zauber raus. Warte mal, wo steht sie da, ne? Sollte dann eigentlich nur Eda, wenn maximal treffen. Das ist okay, meiner Meinung nach. Und du kannst den Heilzauber auf Palegina raushauen. Sehr gut. Hast du nochmal einen fetten Zauber raus? Auf diesen Eistroll. Und du haust nochmal einen Heal-Zauber raus. Auf sie hier. Und du. Das hier, genau. Dann können wir uns mal alle ein bisschen mehr der Verteidigung gönnen. Sehr gut. Und du kannst dann nochmal so einen fetten. Ah, den können wir jetzt nicht mehr zaubern. Aber bereits aktiviert. Da läuft er. Alles klar. Jetzt können wir wieder zaubern. Alles klar. Und direkt raushauen. Go. So. Du, Palegina. Wo stehst du? Da, dann kannst du das auf den draufhauen. Jawohl, den haben wir down. Nein, der ist noch nicht down. Fuck. Ach, der war down. Wie viel Leben hatten der noch, bitte? Machen wir den Zauber mal da drauf. Machen wir das mal. Hier in diesem Bereich. Sollen wir Reserven anzapfen dann? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Supermörder. Was? Kann man gucken, was das ist? Warum ihr das gerade nicht seht. Was ist denn das? Ein Supermörder. Erneut laden. Wo sehe ich das denn? Da, Supermörder. Schließen Sie das Spiel ab und töten Sie dabei 1200 oder mehr Kreaturen. Okay. Haben wir echt schon so viel gekillt? Really? Krass. Okay. Doch fast immer den Kampf vermeidet auch, oder nicht? Krass, krass, krass. Geschmack der Jagd. Die Nahkampfwaffe des Zauberwirkers wird zu einem idealen Jagdinstrument, durch das seine Angriffe kontinuierlichen Direktschaden verursachen und die Ausdauer des Zauberwirkers mit jedem Schlag wiederhergestellt wird. Machen wir das mal. Und zwar auf sie. Kann ich das auch selber zuzaubern? Nee, das kann man sich nicht selber zaubern, alles klar. Dann noch auf Eda, würde ich sagen. So, aber wir haben gewonnen. You're not getting through me. Eistroll haben wir kurzzeitig übernommen. Ich muss öfters diesen Demelgan, diese Rüstung hier öfters casten, die hilft echt krass. So, diesen Kampf, dann haben wir diesen Kampf auch geschafft. Ich muss diesmal, glaube ich, nicht mal jemanden wiederbeleben. Krass. Also Buffs helfen doch extrem. Das muss ich mir mal langsam aber sicher auch merken. Weil es sind halt so viele Zauber und Spells, die man erstmal lernen muss. So. Mach mal den schnellen Modus aus. Aber ein Hirsch. Ich könnte ihn, glaube ich, auch kaputt machen mit einem Zauber. Aber ist immer so die Frage, ob man das dann auch will, ne? Könnte auch eine Falle sein. Da haben wir eine Pflanze. Wir speichern wieder. So. Oh, was haben wir denn da? Einen Winterwolf. Alles klar. Oh. Wilder Druide, alles klar, gut, alles klar.
Können wir direkt mal unseren Schutzzauber machen? Bam. Gut. So, dann. Direkt den Zauber auf den Wolf. Oh, da wurden wir unterbrochen. Scheiße, wa? Machen wir das hier. Wobei, das ist. Der ist schon fast tot. Machen wir es auf den. Sehr schön. Ach, jetzt zaubert er doch nicht. Okay. Wow, was? Okay. Das sind, glaube ich, seine fucking Superfans von Druiden. Ah, müssen wir mal eben ein bisschen zaubern hier. So, haben wir die wieder aufgestellt. Macht die mal mit Damage. So. Ja, da müssen wir noch mal eine Runde kampieren. Oh, was passiert jetzt? Quest aktualisiert. Traum und Erinnerung. Finde heraus, was mit den Hohlgeborenen bei der Geburtsglocke passiert ist. Okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alles klärchen. Gut. Der Morgen ist kalt und still. Du befindest dich auf dem Plateau der Geburtsglocke. Und es gibt dort weder Geräusche noch Wind. Der Himmel erscheint im glatten Grau. Und der Wald unterhalb des Plateaus ist nicht mehr als eine gezackte, schwarze Silhouette. Selbst der Fels der Adra um dich herum fühlt sich kälter an, als sei die Sonnenwärme aus ihm gewichen. Vor dem kalten Hintergrund des Himmels siehst du die große Geburtsglocke an ihren Adra-Bogen hängen. Ihre Oberfläche ist ramponiert und die dunklen Schatten in ihren Inneren sind unbewegt. Sie scheint von oben auf dich herabzudrücken oder dich einfach traurig zu beobachten, als ob sie über ein Grab hängen würde, das aus der Oberfläche des Plateaus und den Überresten des Mutterleibs geschaffen wurde, der sie nun bedeckt. In deinen Händen befindet sich etwas Schweres. Es atmet, gurgelt, es ist glitschig und nass. Und das ist alles, was es ist. Du spürst, wie dich die Angst erfüllt. Du möchtest das, was du hältst, nicht ansehen. Du möchtest es nicht mit deinem Verstand berühren. Und du kannst nicht mehr tun, als es nicht von dir zu werfen. Untersuche, was da in deinen Händen liegt. Die Masse vor dir ist hohles Fleisch, in Gestalt eines Neugeborenen. Am Mund sammeln sich Speichelblasen, die von seiner gleichmäßigen, gurgelnden Atmung hinausgepustet werden. Sein Kopf hängt wie seine Arme und Beine schlaff herab. Kein Gedanke, kein Aufbegehren, kein Wunsch, aus Protest oder Schmerz zu weinen. Aus dem Inneren kommt nichts. In deinen Händchen liegt eine Hohlgeburt. Deine Hände zittern, beben. Und die Stille wird von den Glocken an deinen Handgelenken unterbrochen, deren Widerhall im Einklang mit dem Zittern ist und nicht mit den Gedanken der Masse in deinen Händen. In ihr gibt es keine Seele, die das Glockengeläut hören könnte. Deine Gedanken ausstrecken. Die einzigen Gefühle, die sich über das Plateau gelegt haben, sind die Schmerzen der Mutter. Das Kind atmet, sein Herz schlägt, aber es weint nicht. Das Kind fühlt sich leicht an, leer. Du siehst keine Freude in ihm, keine Furcht, überhaupt keine Gedanken. Und doch, so hohl es auch sein mag, es atmet, wenngleich mehr aus Gewohnheit als lebendig zu sein. Du kannst dich nicht bewegen, dein Zittern hat nachgelassen und die Geburtsglöckchen an deinen Handgelenken sind so still wie das Kind. Die Mutter weint und fleht begierig darum, das Kind zu sehen. Plötzlich wirst du fast von der Angst übermannt, vom Gefühl, gejagt zu werden, wenn du der Mutter das Kind gibst. Wird man dich dafür verantwortlich machen und du wirst ihre Qual und Wut zu spüren bekommen. Du bist dir sicher, dass sie dich und dein Leben und deine Lieben nicht verschonen wird. Aber du bist nicht daran schuld. Du glaubst nicht, es hervorgerufen zu haben.
Und die Mutter fleht mit ausgestreckten Armen, ihr das Kind geben. Übergeben. Die Glocken läuten abermals, als du das Kind seiner Mutter gibst. Und als das Geläut verstimmt, herrscht der begierige Schimmer vor, die aufwallende Freude, das Fragen. Und du schöpfst tief daraus und lässt die Hoffnung in ihren Augen strömen, lässt die Schreie, die du schon unzählbar oft von anderen Kindern auf den Glocken gehört hast, ihre Ohren füllen. Du hörst das Gelächter in der Stimme der Mütter, siehst die Tränen in ihren Strömen, ihr Gesicht herunterlaufen, und mit geübter Hand pflichtst du ein Leben, das niemals in ihren Augen und Gedanken dringen wird. Bis du sie freigibst, wird sie sich um das Kind kümmern, als ob es vollkommen wäre. Sie wird es pflegen, bis du einen Weg gefunden hast, das Geschehene zu heilen, bis die Realität nicht mehr verdrängt werden kann. Und dennoch, das Kind, das in den Armen der Frau gehalten wird, die es geboren hat, hört das Weinen der Mutter nicht und zeigt keine Reaktion. Es ist ein leeres, atmendes Ding, bar jedes echten Lebens. Und die Glocken an deinen Handgelenken? Die Glocken hängen still da. Sie sind wie Ketten an dich gebunden und werden niemals mehr im Verstand eines Neugeborenen erklingen. Heißt das, die hat die Gedanken der Frau manipuliert? Ich glaube, wir müssen reden, Mademoiselle. Your mind comes bearing questions, Watcher. Möchte, dein Verstand ist voller Fragen, ja. Aber weißt du was? Wir speichern vorher. Bam. Wuhu. Okay. Your mind comes. Ich sah einen Hohlgeborenen bei der Geburtsglocke. Die trauernde Mutter beugt ihren Kopf und hebt die Hände. Sie wiegt sie langsam, damit die Glocken nicht läuten, während sie sich bewegt. Du spürst eine Kälte in der Luft, als ob das Gewölbe deines Verstandes wachsen würde. Zu groß für die Gedanken darin, und mit deinem Atem geht eine leichte Kälte daher. Einher. Mein Gott, was ist denn los? So, zu deinem Entsetzen hörst du sie kehlig und abgehackt, aber trotzdem gleichmäßig atmen. Und du kannst sehen, dass sich Speichel in ihrem Mundwinkel sammeln, der zu dicken Sabberfäden wird, die ihr das Kinn hinunterlaufen. In der Luft liegt der Geschmack von Blut. Neu, frisch, salzig. Ein scharfer Geruch in deinem Verstand. Damit verbunden ist der Geruch von durchnässter Unterbekleidung, der deine Sinne anwidert. Sie packen und schütteln, sie an der Schulter halten und versuchen, sie zu stabilisieren. Hat die einen Schlaganfall bekommen? Du gehst einen Schritt nach vorn und deine Hand fällt auf ihre Schulter. Und dann spürst du, wie sie beginnt, wie ein fallender Stein zu Boden zu gehen, worauf du ihr deine andere Hand auf die Schulter legst, um sie zu stabilisieren. Die ganze Zeit über hörst du das schreckliche, gleichmäßige Atmen. Die Kleidung ist nass, als ob sie unter ihren wirren Haaren und ihren abgenutzten Robe fiebern würde, als ob sie gebären würde. Begleitet von einem langsamen, zischenden Einatmen, rollt ihr Kopf zurück auf die Schultern. Ihre Augenlider sind so sehr zusammengepresst wie die eines Neugeborenen. Dennoch kannst du hinter den Lidern das durchdringende Starren spüren, leer. Kalt, schrecklich. Du spürst nichts von ihr, keinen einzigen Gedanken, wie das Hohlgeborene, das du in ihrer Erinnerung gehalten hast. Du weißt, dass sie vielleicht für immer in dich selbst und aus deinen Gedanken verschwinden wird, wenn du jetzt versuchst, dich zurückzuziehen, und dich beschleicht das schreckliche Gefühl, dass das, was immer auch euch auch beide verbunden hat, dadurch getrennt werden würde. Die steht hilflos wie ein Kind vor dir und du suchst in deinen Gedanken nach einem Weg, sie zu dir zu locken. Oh, was ist denn da los? Kann die sterben oder was? Moment. Wach auf, hör mir zu, hör auf meine Stimme. Eine friedliche und beruhigende Erinnerung mit ihr teilen. Die Glocken an ihre Handgelenken packen. Deine Seele ist stark, du warst für mehr als das hier bestimmt. Sie in Ruhe. Ja, versuchen wir mal das hier. Sie schwankt leicht vor dir. Dann neigt sie ihren Kopf und ihr gleichmäßiger Atem stockt und sie stößt einen grellen Schrei aus. I thought it was my doing. I thought that I had stilled it with my thoughts. The child. It was just a child.
What was done with it? Was? Sie schluckt so trocken und kratzend, dass du es in deinen Gedanken spürst, als du es hörst. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du brachtest das Kind auf die Welt und gabst es dann der Mutter. Es war eine Umkehr der vorausgegangenen Erinnerung. Das Kind war eine Totgeburt.